So, wir kommen zu dem letzten abschließenden Schritt bei der Bescheiderstellung und das ist der Abschluss, der Abspann. Der besteht aus drei Dingen, die Rechtsbehelfsbelehrung, die Grußformel und die Unterschrift oder Namenswiedergabe. Wir bewegen uns gesetzlich da nach wie vor im 37. Der 37.6 sagt, dass dann, wenn gegen den Verwaltungsakt die Anfechtung möglich ist, dass dann über den Rechtsbehelf aufzuklären ist. Eine Belehrung über den Rechtsbehelf, darauf gehe ich gleich genauer ein. Dass man einander grüßt, ist keine gesetzliche Vorgabe, aber eine gute Sitte. Dazu werde ich auch noch etwas sagen und die Unterschrift ist auch im 37.3 Unterschrift oder Namenswiedergabe vorgesehen. Wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Der größte Knackpunkt ist erst einmal die Rechtsbehelfsbelehrung. Von der gesetzlichen Lage und von der Interessenlage, von der Idee dahinter ist es so, ich mache jetzt eine Verwaltungsentscheidung, ich mache einen Verwaltungsakt, der trifft eine Regelung und dann, wenn diese Regelung belastende Wirkung hat, sieht die Rechtsordnung ja vor, dass dagegen Widerspruch oder Klage erhoben werden kann, also eine Anfechtung möglich ist und zwar in Form des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage, je nachdem, wie das im Justizgesetz NRW bei uns in NRW geregelt ist. In der Regel Klage, in manchen Sachgebieten aber nach wie vor Widerspruch. Ansonsten ist das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Und wir sollen jetzt, und das ist eine rechtsstaatliche, letztlich von Menschenwürde auch geprägte Entscheidung, wir sollen den Adressaten darüber aufklären, dass er diesen Rechtsbehelf erheben kann. Bescheidtechnisch kommt man da jetzt schon in die Frage, was schreibe ich denn drüber? Ich empfehle, weil das Gesetz sagt, Rechtsbehelfsbelehrung, dass ich das auch so nenne. Es gibt aber sehr starke Stimmen, die sagen, nein, das ist so ein sperriges Wort, das ist so bürokratisch, das versteht man nicht, wir schreiben darüber Ihre Rechte. Kann man machen. Habe ich keine Aktien drin. Ja, das ist in manchen Häusern so vorgeschrieben, dass da Ihre Rechte stehen soll. Sie in der Klausur können das machen, wie Sie möchten, wie Ihnen das besser gefällt. Ich glaube nicht, dass es eine entscheidende Wirkung auf den Adressaten hat, welches Wort ich da verwende. Dann ist der Inhalt in 37.6 dessen, was in der Rechtsbehelfsbelehrung stehen soll, vorgegeben. Und das sind drei Dinge. Einmal, was ist denn überhaupt der Rechtsbehelf? Dann, was ist die Behörde oder das Gericht, die darüber entscheiden sollen? Und wo ist der Sitz? Und drittens ist es die Rechtsbehelfsfrist, die dort genannt werden soll. Mehr nicht. Und wir haben jetzt in der Behördenlandschaft eine ganz unterschiedliche Kultur. Das möchte ich Ihnen gerne mal aufzeigen. Herkömmlicherweise hat man eine minimalistische Rechtsbehelfsbelehrung gemacht und nur das geschrieben. Das heißt, und das würde ich Ihnen auch ans Herz legen, wenn Sie sich auf die Klausur vorbereiten, dass Sie sich darauf beschränken und es nicht unnötig kompliziert machen. Das heißt, Sie müssen erst einmal wissen, ist hier der Widerspruch oder die Klage statthaft? Denn das ist ja der Rechtsbehelf. Es ist entweder Widerspruch oder Klage. Die Statthaftigkeit richtet sich dann nach dem Justizgesetz. 109, 110. In den Paragraphen ist das geregelt, grundsätzlich abgeschafft, aber in manchen Fällen ist der Widerspruch dennoch statthaft. Das, was statthaft ist, also Klage oder Widerspruch, schreiben Sie da rein. Daraus ergibt sich dann auch, wenn die Klage statthaft ist, dann gibt es ein Gericht und das wird häufig in der Regel das Gericht erster Instanz, das Verwaltungsgericht sein. Manche Sachen sind auch in erster Instanz beim OVG, aber das ist selten. Und es wird aus der örtlichen Zuständigkeit, die sich auch aus dem Justizgesetz ergibt, eindeutig ergeben, das ist jetzt das Verwaltungsgericht Arnsberg oder das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Und das schreiben Sie dann dahin. Also, gegen diesen Bescheid ist Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen statthaft, zulässig oder so. Wenn Sie im Widerspruchsverfahren sind, dann ist eine Behörde zuständig und das ergibt sich dann aus dem Fachrecht, welche das ist. Bei uns ist es häufig nicht oder grundsätzlich nicht die nächsthöhere Behörde, wie es eigentlich bundesrechtlich vorgesehen ist, sondern häufig die Behörde, die selber entschieden hat. Und dann schreiben Sie auch da, welche Behörde das ist und was der Sitz ist. Sitz heißt nicht Adresse, sondern Sitz heißt Sitz. Ja, also das Verwaltungsgericht Arnsberg eben. Die Adresse müssen Sie nicht angeben, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Und dann müssen Sie sagen, was die Frist ist. Die Frist ist ja klassischerweise ein Monat. Das schreiben Sie dann. Für die Klageerhebung ist die Frist von einem Monat einzuhalten.
Häufig fügt man noch hinzu, wann die beginnt, das ist natürlich nett, und sagt an der Stelle ab Bekanntgabe. Ja, denn so ist das, die Frist beginnt mit der Bekanntgabe. Das OVG Münster hat an der Stelle gesagt, und das ist eine landesrechtliche Besonderheit, immer dann, wenn wir eine förmliche Zustellung machen, also wenn der Bescheid, den wir jetzt hier erstellt haben, förmlich zugestellt wird, dann müssen wir auch in der Rechtsbehelfsbelehrung den Begriff Zustellung verwenden. Das heißt, ein Monat ab Zustellung in diesem Fall. Ich finde das nicht überzeugend, weil § 2 Landeszustellungsgesetz sagt, Zustellung ist die Bekanntgabe in der in diesem Gesetz bestimmten Form. Also Zustellung ist gleich Bekanntgabe, insofern ist der Begriff Bekanntgabe nicht falsch, aber gleichwohl gibt es diese Rechtsprechung. Ja, achten Sie also darauf, wir sind hier in NRW und wollen uns nach der OVG-Rechtsprechung richten. Wenn Sie einen Bescheid einfach bekannt geben, dann schreiben Sie in der Rechtsbehelfsbelehrung einen Monat ab Bekanntgabe. Wenn Sie eine förmliche Zustellung vorsehen, schreiben Sie einen Monat ab Zustellung. So, das ist jetzt erst einmal der Mindestinhalt. Und dann hat es sich entwickelt über Jahre, dass man serviceorientierter war und mehr Hinweise gegeben hat. Man hat die Adresse von Gericht oder Behörde angegeben. Man hat bei der Frist ergänzt, wenn Sie die versäumen und einen Bevollmächtigten haben, dann wird sein Verschulden Ihnen zugerechnet. Man hat Hinweise gegeben, wie viele Abschriften man einreichen soll und so weiter und so fort. Und da gilt Folgendes. Man kann mehr als den Mindestcontent liefern, der muss dann aber richtig und vollständig sein. Wenn das, was Sie zusätzlich über das Mindestmaß hinausschreiben, nicht richtig ist, dann haben Sie eine im Sinne des 58 VWGO falsche Rechtsbehelfsbelehrung und dann läuft die Jahresfrist. Oder wenn Sie Hinweise geben, die aber unvollständig sind, gilt das Gleiche. Das heißt, wenn Sie sich also in diesen Servicebereich hineinbegeben, dann muss das erstens richtig und zweitens vollständig sein. Und es gab Rechtsbehelfsbelehrungen, die gingen über eine halbe Seite, über eine Dreiviertelseite, ja, weil man so viel erklärt hat. Solange man das richtig und vollständig macht, kann man das machen. Müssen tut man es nicht. Und diese ganze kulturelle Sache, sage ich jetzt mal, hat einen besonderen Drive bekommen, als die elektronische Klageerhebung ermöglicht wurde. Denn man hat hier oft noch zusätzlich gesagt, die Klage ist schriftlich zu erheben oder zur Niederschrift. Das stimmt, ja, das ist die Formvorgabe für eine Klage. Das steht in 70 VWGO, glaube ich, und dass die Klage schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht werden muss. Und das hat man dem Adressaten auch mitteilen wollen. Also wenn du Klage erhebst, stell dich darauf ein, muss schriftlich oder zur Niederschrift sein. Nötig, rechtlich vorgeschrieben, war das nicht. Ist nicht Mindestbestandteil der Rechtsbehelfsbelehrung. Und als dann aber die Möglichkeit der elektronischen Klageerhebung eröffnet wurde, gab es Gerichte, die sagten, wenn du eine Rechtsbehelfsbelehrung hast, wo über die Schriftform aufgeklärt wird, schriftlich oder zur Niederschrift, dann ist es unvollständig, wenn die elektronische Klageerhebung auch möglich ist und du darüber nicht aufgeklärt hast. Es gab mehrere Gerichte, die das entschieden haben. Die Obersten und Bundesgerichte meistens nicht, die haben es meistens offen gelassen, interessanterweise, aber sobald die ersten Gerichte das entschieden haben, ja, ausgelöst wurde die Lawine durch VG Neustadt an der Weinstraße, das hat schon das Innenministerium NRW aufgescheucht. Ja, wen juckt das eigentlich? Erste Instanz Rheinland-Pfalz. Ja. Aber die haben dann einen Erlass gemacht und haben gesagt, Leute, passt auf, wenn ihr über die Schriftform belehrt, dann bitte auch über die elektronische Klageerhebungsmöglichkeit, sonst laufen wir in die Jahresfrist rein. VG Neustadt ist dann vom OVG Koblenz auch bestätigt worden, aber es gab andere Gerichte, darunter der BFH zum Beispiel, Bundesverwaltungsgericht hat es offen gelassen. Letztlich ist das aber alles ein Streit um des Kaisers Bart mehr oder weniger, denn die Behörden stehen jetzt vor der Frage, möchte ich überobligationsmäßig belehren, das heißt, belehre ich über Schriftform zur Niederschrift, dann sollte ich natürlich sinnvollerweise auch über die elektronische Klageerhebung aufklären. Und das hat es in sich, denn da genügt es nicht zu sagen, ich kläre Sie, die Klage kann auch elektronisch erhoben werden, sondern dann muss man auch sagen, was denn die elektronische Form ist, wie das denn dann geht. Dann wird in der Regel auf die entsprechende Rechtsverordnung, die dazu erlassen wurde, verwiesen. Also das hat es in sich. Oder ich sage einfach, nein, ich sage gar nichts über die Form. Ja, ich kehre zurück zu dem Mindeststandard und sage einfach, es ist Klage beim VG Arnsberg zu erheben.
Punkt. In welcher Form muss ich nicht sagen und sage ich auch nicht. Und es ist festzustellen in der Praxis, dass relativ viele Behörden jetzt dahin zurückkehren, eher minimalistische Rechtsbehelfsbelehrungen zu machen. Ich persönlich finde das auch richtig und empfehlenswert, aber das ist letztlich im Ermessen der Behörde, ist irgendwo auch eine Frage des Stils und ja, der Kultur. Ne? So, das jetzt mal als Rechtslage über die Rechtsbehelfsbelehrung. In der Praxis ist es in der Regel so, dass in Ihrem Haus da Vorgaben bestehen. Es gibt eine Rundverfügung vom Rechtsamt zum Beispiel oder in der Landesverwaltung vom Innenministerium, wo Ihnen das vorgegeben wird. Wenn Sie selber was stricken müssen, dann empfehle ich Ihnen, sich auch nach solchen Vorstücken zu orientieren. Es gibt vom BMI, also vom Bundesinnenministerium, eine sehr ausführliche Vorlage. Im Land Brandenburg gibt es einen Katalog. Die Sache ist halt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Konstellationen. Es gibt Bescheide, gegen die ist der Widerspruch möglich, gegen andere die Klage. Es gibt den Widerspruch manchmal mit elektronischer Widerspruchserhebung, manchmal ohne, die Klage elektronisch oder auch nicht. Dann gibt es verschiedene Instanzen, die unter Umständen zuständig sein können, verschiedene Gerichtsbarkeiten, Sozialgerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dann gibt es die Frage, habe ich hier einen belastenden Verwaltungsakt oder einen begünstigenden, der drittbelastende Wirkung hat? Habe ich noch die Möglichkeit, auf ein Eilverfahren hinzuweisen, will ich das oder will ich das nicht? Und so gibt es letztlich dann einen ganzen Blumenstrauß von Fallvarianten, wo Sie die richtige dann feststellen müssen, wo gehört Ihr Bescheid hin und was ist die dafür passende Rechtsbehelfsbelehrung. In der Klausur würde ich mich auf das Minimum beschränken, wie gesagt. Sie müssen eine Rechtsbehelfsbelehrung auch abfassen, das gehört mit dazu. Viel verlangen kann man von Ihnen jetzt bei dem Zuschnitt des Curriculums im Moment aber nicht, weil das Prozessrecht erst später kommt. Aber gleichwohl gehört es zu einem runden praxisgerechten Bescheid, dass eine Rechtsbehelfsbelehrung vorgesehen ist. Das heißt, erstens, Sie prüfen, brauche ich eine Rechtsbehelfsbelehrung? Das richtet sich nach 37.6. Zweitens, um sie abzufassen, klären Sie, habe ich hier Widerspruch oder Klage und entscheiden Sie sich, bin ich minimalistisch unterwegs oder nicht? Und dann schreiben Sie das so, wie es sich aus diesen Vorgaben des 37.6 ergibt. In der Regel wird man Ihnen die Details durch Bearbeitungshinweise abnehmen, aber Sie müssen das erstmal grundsätzlich verstanden haben. Bleibt noch Grußformel und Unterschrift, dass wir die Person, die wir am Anfang angesprochen haben, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, am Ende freundlich grüßen, also mit freundlichen Grüßen, bitte nicht abkürzen MFG, sondern mit freundlichen Grüßen, ist eigentlich selbstverständlich. Gleichwohl gibt es da einen Glaubenskrieg in der Praxis, ob man bei belastenden Bescheiden wirklich mit freundlichen Grüßen schreibt oder nicht doch besser hochachtungsvoll. Das ist in manchen Behörden üblich. Ich sage vorweg, es hat sich eingebürgert, es ist üblich und es spricht auch aus meiner Sicht nichts dagegen, stets mit freundlichen Grüßen zu schreiben, egal was der Inhalt des Bescheids ist. Manche sagen jetzt, da fühlt er sich verarscht. Ja, ich mache jetzt hier eine Ordnungsverfügung mit Zwangsgeldandrohung und grüße freundlich. Ja gut, ob hochachtungsvoll das jetzt besser macht, weiß ich nicht. Aber grußlos zu sein wäre auch nicht richtig und die Dinge sind, wie sie sind. Wir haben auch sehr geehrt am Anfang geschrieben, warum sollen wir nicht auch mit freundlichen Grüßen schreiben. Man muss ja sehen, letztlich ist es eine Formel. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ist sowieso nicht ernst gemeint, aber es ist eine Formel und eine Formel der Höflichkeit, des Anstands. Und das sollte möglich sein und das sollte der Adressat auch nicht in den falschen Hals kriegen. Noch eine etwas andere Note bekommt das, wenn man sagt, aber das ist so ein böser Bursche da. Den möchte ich nicht freundlich grüßen. Da würde ich sagen, Moment, ja, auch wer jetzt hier rechtswidrige Dinge tut, da können wir trotzdem freundlich sein. Und ganz ehrlich, es fällt mir leichter, freundlich zu sein, als Hochachtung zu haben gegenüber einem wirklich dann bösen Buben. Letztlich, in der Bescheidtechnik, schreiben Sie einfach mit freundlichen Grüßen. Hochachtungsvoll ist aber auch nicht falsch, wenn Sie das verwenden. Und dann kommt nach 37.3 die Unterschrift oder Namenswiedergabe. Ja, in der Regel wird unterschrieben, aber das Gesetz sagt, es kann auch die Namenswiedergabe sein. Also nicht handschriftlich unterschrieben, sondern den Namen gezeichnet, abgedruckt. Der ist ja auch oben aus dem Briefkopf erkennbar. Und dann steht da noch,
des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Bevollmächtigten. Und diese drei Spielarten muss man im Blick haben. Behördenleiter wäre dann eben der Oberbürgermeister oder der Regierungspräsident, die Regierungspräsidentin, nur wenn die auch in Person diese Sache bearbeitet haben. Vertreter ist dann tatsächlich der Vertreter, die Vertreterin, also allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin und so weiter. Und alle anderen unterschreiben im Auftrag, sind die Beauftragten. Ja, und da gibt es dann manchmal in der Praxis Fragen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt einen Bescheid mache, von dem ich weiß, dass mein Behördenleiter nicht amused ist, wenn ich das mache, aus politischen Gründen zum Beispiel. Gleichwohl macht man das im Auftrag. Ja, alles, was Sie in der Behörde tun, ist im Auftrag. Das ist einfach Ihre Daseinsfunktion und es steht standardmäßig deswegen im Auftrag darunter. So, damit hat das dann auch seinen Abschluss. Vielleicht kommt unten drunter noch Anlagen. Wenn Sie Anlagen beigefügt haben, die würde man dann da nennen. Die Anlagen sind Bestandteil des Bescheids. Sowas ist dann auch gängig in manchen Bereichen. Aber damit haben wir dann den Abschluss geschafft. Also Rechtsbehelfsbelehrung nach 37.6, Grußformel, Unterschrift nach 37.3. Damit haben wir dann den Bescheid geschafft.